Moin, da bin ich wieder und jetzt geht's weiter mit den Überlegungen zur Modellbahnplanung. Da ich es echt leid bin, mich mit notorisch beleidigten potenziellen Narzissten auseinanderzusetzen, die offenbar mehr Hirnschmalz darauf verwenden, zu ergründen, warum ein Denkanstoß für sie nichts ist, als zu überlegen, was dieser Denkanstoß für sie selbst bringen könnte, beziehungsweise was sie selbst daraus machen können, wird dieser Kanal, wie im Jahresrückblick 2022 angekündigt, eine stärkere Orientierung in Richtung Spielbahn bekommen. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass dieser Kanal zukünftig ein kleines rothaariges Mädchen auf der Eisenbahnfahrt durchs Takatuka-Land begleiten wird oder gar den Lokführer Lukas auf der Fahrt durchs Lomaland. Aber es bedeutet schon, dass mit den Gleisplänen des Vorbilds so umgegangen wird, dass manchem Betriebsbahner die ein oder andere Ader im Hirn platzen könnte. Auf den aktuellen Film heruntergebrochen heißt das, wir schauen uns ein paar Gleispläne des meterspurigen Schmalspurnetzes im Harz an und gucken, wie man diese Gleispläne beispielsweise auf regelspurigen H0-Anlagen einsetzen kann. Impulsgebend für dieses Thema waren ein paar alte Fotos, die ich im März 1990 gemacht habe. Zur Erinnerung, am 9. November 1989 wurde die DDR-Grenze merklich durchlässiger. Das brachte zwei Jungs aus dem östlichen Rhein-Main-Gebiet auf die Idee, man könnte doch mal zur Harz-Querbahn fahren. Die ist ja jetzt durchaus erreichbar. Tja, und so kam's dann auch. Und von dieser Reise ist ein Großteil der Bilder, die in diesem Film zu sehen sind. Alles weitere dann nach dem Intro. Dies ist der Kanal von Thorstens Mobile Design, dem Planungsdienstleister für unkonventionelle Modellbahnanlagen. Und wie immer der Hinweis: Liken, wenn das Video gefällt, abonnieren, wenn der Kanal gefällt. Ihr kennt das ja. Nach dem Titelsong geht's dann los. Spielbahn? Echt jetzt? Ich dachte, in dem Kanal geht's um Modellbahn. Ja, das stimmt schon, aber der Kanal richtet sich in Zukunft stärker an die Leute, die zum Lachen nicht in den Keller gehen. Mit anderen Worten, der Kanal wird stärker auf Kreativität und Freigeistigkeit ausgerichtet. Sicher, es gibt auch Leute, die halten sich für ein Outlaw, weil sie die Gummibärchen, die sie gleich essen werden, vorher nicht nach Farben sortieren. Oder halt auch Leute, die sich aufregen, weil das Revisionsdatum an der Lok nicht zu dem baulichen Zustand der Lok passt. Der Schwerpunkt des Kanals wird zukünftig stärker auf Spaß an der Freude unter Berücksichtigung der Vorbildorientierung liegen. Zugegebenermaßen fällt es auch mir schwer, jedes Werksoriginale noch Fertiggelände als attraktive Modellbahn zu bezeichnen. Das wäre letztendlich dasselbe, als wenn ich Helga Feddersen als vollbusige Sexbombe bezeichnen würde. Es trifft halt irgendwie nicht zu. In diesem Zusammenhang stellt sich natürlich die Frage, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Spielbahn und einer Modellbahn? Man kann das sicher auch anders sehen, aber aus planerischer Sicht ist der Unterschied im Wesentlichen, dass eine Spielbahn auf möglichst viele und möglichst lange Fahrtstrecken ausgelegt ist, während eine Modellbahn darauf ausgelegt ist, dass ein Zug einen Anlagenteil nur einmal pro Fahrtstrecke, egal ob Kreis- oder Pendelverkehr, passiert. Eine weitere Ebene der Unterschiede zwischen Spiel- und Modellbahnen ist, dass man bei einer Spielbahn ehrlicher zu sich selbst und zu seiner Umgebung ist. Denn letztendlich gesteht man ja gegenüber sich selbst und gegenüber seiner Umgebung, dass man mit der Eisenbahn spielt. Nichts anderes machen ja Betriebsbahner im Grunde genommen auch. Sie reagieren nur meist etwas unwirsch, wenn man ihnen sagt, dass sie ja auch nur spielen. Einzig im wissenschaftlichen Kontext bei der Untersuchung von Verkehrsflüssen und Steuerungssystemen halte ich den simulierten Bahnbetrieb nicht für eine Spielerei. Aber dazu gehört halt eben auch die wissenschaftliche Betrachtung der eben abgelaufenen Simulation. Und das heißt natürlich auch eine schriftliche Ausarbeitung des Beobachteten. Und zwar mit Einleitung, Forschungsthese, Antithese, Synthese, Fazit und Schluss. Und solange das nicht vorliegt, ist letztendlich auch eine Betriebsbahn nichts anderes als die Fortsetzung der Spielbahn mit anderen Mitteln. Zumindest meine Position ist also mehr Transparenz und mehr Ehrlichkeit mit sich selbst und anderen. Also im Prinzip die Anwendung von Glasnost im Modellbahnbereich. Bahnanlagen der HSB als Vorbild für H0 Normalspurbahnhöfe. Eisfelder Talmühle. Im Streckennetz der Harzer Schmalspurbahnen,
kurz HSB, gibt es schon einige interessante Bahnanlagen. Und eine kleine Auswahl davon gucken wir uns jetzt mal an. Den Anfang macht der Bahnhof Eisfelder Talmühle. Das war 1990 schon ein seltsamer Ort, irgendwie verschoben, irgendwie nichts gerade. Aber es ist der Ort, der Harzquerbahn und Selketalbahn verbindet. Der einzige noch seltsamere Ort, an dem wir auf der Reise gewesen sind, das war die KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora. Sie liegt quasi auf dem Weg von Nordhausen zur Eisfelder Talmühle. Leider standen wir vor verschlossenen Türen. Aber schon der frei zugängliche Bereich der KZ-Gedenkstätte war ausgesprochen bedrückend. In nur verhältnismäßig begrenztem Maß weniger bedrückend war der Ort Eisfelder Talmühle. Einerseits war das Wetter von einer unglaublichen Tristesse und andererseits war die Angst, die damals von den Grünen geschürt wurde, das Waldsterben. Und durch diese Brille betrachtet, könnte es dem einen oder anderen aufmerksamen Betrachter schon so vorkommen, als wäre diese Angst nicht ganz unbegründet. Die Angst war vielleicht nicht ganz unbegründet, aber sie war maßlos übertrieben. Genauso wie das heute ist mit dem sogenannten menschengemachten Klimawandel. Aber das ist nun ein völlig anderes Thema. Kommen wir also wieder zurück zur Modellbahn. Hier sehen wir im Prinzip eine Nachempfindung der damaligen Eisfelder Talmühle. Und zwar mit der Software 3D Modellbahn Studio. Und ich muss mal sagen, diese Darstellungsfunktionen dieses Programms in der 3D-Ansicht sind sensationell. Na, wie dem auch sei, im Vordergrund sehen wir jedenfalls einen Personenzug, der Richtung Nordhausen ausfährt. Im Hintergrund sind ein Personenzug nach Stiege und ein Rollwagenzug Richtung Wernigerode zu erkennen. Naja, oder sagen wir besser zu erahnen. Erkennen tun wir sie jetzt. Die Diesellok im Vordergrund ist natürlich nie auf der Harzquerbahn gefahren. Sie ist einfach nur ein Platzhalter für ein sogenanntes Harzkamel, also eine V100 Ost, die auf Meterspur umgespurt wurde. Die Lok im Hintergrund, die den Zug Richtung Stiege zieht, ist wohl wirklich auf der Selketalbahn gefahren und ich glaube, sie fährt auch noch heute. So, und jetzt gucken wir uns mal den Gleisplan von oben an. Zumindest soweit ich ihn nachvollziehen konnte. Links oben ist wie gesagt die Strecke zwischen Stiege und Eisfelder Talmühle. Sie gehört zur Selketalbahn. Links unten ist die Strecke zwischen Wernigerode und Nordhausen. Das ist die Harzquerbahn. Auf der rechten Seite geht die Strecke weiter nach Nordhausen. Mittlerweile ist der Gleisplan wohl stark vereinfacht und es sind auch sämtliche Gütergleise weggefallen. Oder sagen wir besser, sie werden nicht mehr genutzt. Vorhanden scheinen sie noch zu sein. In meinen Augen ist dieser Bahnhof, vor allem im damaligen Zustand, durchaus geeignet für normalspurige Nebenbahnen auf kleineren und mittleren Anlagen. Der Zustand des Verfalls der Bahnanlage erinnerte eher an ein Diorama von Marcel Ackle als an die Realität. Letztendlich ist aber auch die Umgebung der Bahnanlage ideal als Vorbild für eine Modellbahn. Ein direkt hinter den Gleisen ansteigendes, steiles Gelände ist im Prinzip ideal als hinterer Abschluss der Anlage. Als Gestaltungsvorlage für einen eventuellen Nachbau der Bahnanlage oder auch durchaus anderer Bahnanlagen kommen jetzt noch ein paar Bilder aus dem Jahr 1990. Bahnanlagen der HSB als Vorbild für H0 Normalspurbahnhöfe. Stiege. Mitte der 1980er Jahre wurde dieser Schmalspurbahnknoten zu einem der ungewöhnlichsten seiner Art. Soweit ich weiß, hat er nämlich im Jahr 1987 eine Kehrschleife bekommen. Dadurch konnten alle Züge, die nicht aus Hasselfelde kommen, ohne aufwendige Rangiermanöver weiterfahren Richtung Eisfelder Talmühle. Hinweis für Zeitgenossen mit Analogschlussschwäche, das gilt natürlich auch in umgekehrter Richtung. Und hier ein Blick zurück aus dem Zug nach Hasselfelde, und zwar auf den Bahnhof Stiege. Im Bahnhof steht ein Zug aus Alexisbad. Ob der Zug tatsächlich seine Fahrt in Alexisbad begonnen hat, weiß ich natürlich nicht, aber es ist der nächste Bahnknoten auf der Strecke. Wenn der Zug wieder dahin fahren soll, wo er hergekommen ist, dann durchfährt er die Kehrschleife und kommt auf das Gleis, auf dem er jetzt steht. Von da aus kann er dann seine Reise in Richtung Alexisbad antreten.
Er kann aber auch weiterfahren Richtung Eisfelder Talmühle. Dann müsste er auf dieses Gleis hier. Ich denke, aufgrund der Aufzählung von eben wird klar, warum ich diesen Bahnhof für eine Modellbahn für besonders geeignet halte. Sowohl Leute, die einfach nur Züge fahren sehen wollen, als auch Leute, die bestimmte Betriebssituationen nachstellen wollen, kommen bei diesem Bahnhof voll auf ihre Kosten. Und wann hat man schon mal die Gelegenheit, bei einer offenen Kehrschleife zu sagen, das ist vollkommen vorbildgerecht? Auf den Bildern hier ist im Moment der meterspurige Nachbau des Bahnhofs mit dem Programm 3D-Modellbahnstudio zu sehen. Und weil die deutsche Rechtsprechung ja seit ein paar Jahren ziemlich am Rad dreht, der Hinweis, das ist keine Werbung, das Programm habe ich mir selbst gekauft. Ich möchte einfach nur meine Vorgehensweise möglichst transparent machen, wie ich es schon im Vorwort angesprochen habe. Da sich in dem Programm Landschaften und Oberflächen sehr leicht gestalten lassen, fällt es wesentlich leichter, Bahnhöfe einigermaßen realitätsnah nachzuempfinden. Und hier noch zwei Bilder eines aus Richtung Alexisbad nach Stege einfahrenden Zuges. Bahnanlagen der HSB als Vorbild für H0 Normalspurbahnhöfe. Hasselfelde. Dieser Endpunkt der Selketalbahn hatte schon sehr viel von dem, was man heute wohl als Lost Place bezeichnen würde. Meine damalige Umschreibung wäre wahrscheinlich gewesen, morbider Charme des Verfalls. Wir entschieden uns damals, den Zug, mit dem wir gekommen sind, abfahren zu lassen und den nächsten zu nehmen. Die Zeit kriegen wir schon rum, war der Gedanke, den wir jung und naiv hatten, so wie wir damals halt eben waren. Aber außer dem Bahnhof mit der Lokstation hatte der Ort nicht wirklich viel zu bieten. Auch die Annahme, lass uns mal in den Ort gehen, da wird's schon einen Supermarkt geben, war eine Fehlannahme. Es gab eine von außen begrenzt attraktiv wirkende HO-Gaststätte und das war's eigentlich. Mangels Alternativen gingen wir also in dieses kleine, graubraune Gebäude hinein und kamen in einen kleinen Flur, von dem es dann in den Gastraum ging. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, was dann folgte, war eine Szene wie aus einem Bully Herbig-Film. Wir machten die Tür auf und standen in einem wirklich riesigen Raum. Weit weg in der Mitte des Raumes saßen zwei Angestellte des Restaurants und unterhielten sich. Es sah ein wenig aus wie Proben für das Theaterstück »Warten auf Godot«. Aber Service und Essen waren völlig in Ordnung. Sie entsprachen absolut dem Standard des Landes. Aber zurück zum Bahnhof des Ortes. Für so einen kleinen Bahnhof ist er zwar verhältnismäßig lang, aber man kann ihn sicher noch ein wenig verkürzen. Das im Bild ohne Prellbock endende Gleis war ein Gleisanschluss eines ortsansässigen Betriebes. Ich glaube, es war ein Sägewerk oder sowas in der Richtung. Und die kleine Lokstation kann man prima nutzen, um auf der Anlage ein wenig Dark Future Mad Max Endzeitstimmung zu verbreiten. Insgesamt dürfte der Bahnhof also im Prinzip ein attraktives Nebenmotiv auf einer größeren Anlage oder ein Hauptmotiv auf einer kleinen Anlage werden. Aber auch als Betriebsdiorama einer größeren Nenngröße bzw. als Bestandteil einer Gartenbahnanlage kann ich mir das durchaus vorstellen. Aber jetzt wird's mal Zeit, an ein paar Beispielen zu zeigen, was man aus diesen Puzzlestücken machen könnte. Puzzlestücke zu einer H0-Anlage zusammenfügen. Das Double-Deck-Konzept. Hier sehen wir jetzt im Prinzip die drei besprochenen Bahnhöfe auf einer Double-Deck-Anlage vereinigt. Auf der unteren Ebene ist links an der Stirnseite der Bahnhof Eisfelder Talmühle dargestellt. Sowohl die Strecken nach Wernigerode als auch nach Nordhausen führen in jeweils einen Schattenbahnhof. Die Strecke nach Stege stellt den Übergang in die obere Ebene dar. Am oberen Ende der genannten Strecke ist natürlich der Bahnhof Stiege. Von ihm aus geht einmal die Strecke nach Alexisbad und zwar direkt in den Schattenbahnhof. Auf der anderen Seite des Bahnhofs ist einmal die Kehrschleife, aufgrund einer Dachschräge leider ein wenig verschoben, und andererseits die Strecke nach Hasselfelde. Der Bahnhof befindet sich auf der oberen Ebene, der Anlagenzunge auf der rechten Seite. Im Grunde genommen ist dieses Konzept nicht wirklich 100% eine Spielanlage. Denn letztendlich könnte man sie auch durchaus als Betriebsbahn benutzen.
Bei der Nutzung als Spielbahn wäre es halt beispielsweise so, dass man auf der unteren Ebene einen Zug zwischen Nordhausen und Wernigerode fahren lässt, und zwar automatisch, und auf der oberen Ebene einen Zug zwischen Stiege und Alexisbad, und zwar auch automatisch. Den Zug zwischen Eisfelder Talmühle und Hasselfelde könnte man dann manuell betätigen. Man hätte dann quasi insgesamt 3 Züge, die fahren, von denen 2 automatisch sind und einen, den man nach Lust und Laune bedienen kann. Passt doch eigentlich. Wer jetzt der Meinung ist, das ist zu viel Anlage für die Fläche, der kann natürlich auch ein Single-Deck-Konzept bauen. Puzzlestücke zu einer Nullanlage zusammenfügen. Das Single-Deck-Konzept. Hier ist nun die Single-Deck-Variante des Anlagenthemas. Auf der Zunge rechts ist wieder der Bahnhof Hasselfelde zu sehen, allerdings diesmal erweitert um einen kleinen Gleisanschluss. Außerdem ist auf der Strecke zwischen Hasselfelde rechts und Stiege links noch der Gleisanschluss eines Sägewerks. So, und jetzt sehen wir im Vordergrund den Bahnhof Stiege mit der berühmten Kehrschleife. Unter dem kruden Batzen Landschaft, links oben im Hintergrund, befindet sich das Gegenstück. Ein zweigleisiger Schattenbahnhof, der als Kehrschleife angelegt ist. Letztendlich wäre es günstiger, den auf einer separaten Ebene unterhalb der sichtbaren Ebene der Anlage anzulegen. Aber so vertraut bin ich mit dem Programm noch nicht. Was aber geklappt hat, ist, die Schmalspurgleise durch Regelspurgleise zu ersetzen, was letztendlich auch an den Betriebsnummern der Lokomotiven zu erkennen ist. Die in diesem Film vorgestellten Modellbahnkonzepte sind nur 2 von im Prinzip unendlich vielen Möglichkeiten. Besonders wer eher wenig Platz hat, dem bietet ein auf Normalspuren gespurter Schmalspurbahnhof potenziell mehr Vergnügen. Es ist natürlich klar, dass der Fuhrpark zu den Bahnanlagen passen muss. Es sei denn natürlich, man inszeniert irgendwelche Jubiläumsfeiern. Dann hat man natürlich eine gewisse Narrenfreiheit. Aber solche Gedanken ergeben sich letztendlich im Laufe des Planungsprozesses. Nicht selten kommt am Ende etwas völlig anderes heraus, als das, was am Anfang des Planungsprozesses gewünscht war. Das ist allerdings die logische Konsequenz der geistigen Beschäftigung mit einem bestimmten Thema und dem besonderen Augenmerk auf einer sinnvollen Entscheidungsfindung. Gerade unter diesem Gesichtspunkt ist es sinnvoll, sich eine zweite Meinung einzuholen. Allerdings muss man bei der Auswahl der zweiten Meinung etwas kritisch sein. Beispielsweise in länger existierenden und durchaus größeren Modellbahnforen ist oft zu beobachten, dass sich da Seilschaften bilden, die eigentlich eher ihre eigene Ansicht durchbringen wollen, anstatt sich mit den Wünschen des Fragenden und den sich daraus ergebenden Konsequenzen zu beschäftigen. Und ansonsten gilt, wer seine Modellbahn von mir planen lassen möchte, kann mich gerne per E-Mail kontaktieren. Meine E-Mail-Adresse ist entweder auf meiner Website, deren Webadresse hier gerade eingeblendet wird, oder auf der Kanal-Infoseite dieses Kanals zu finden. Da dieser Kanal sich nicht mehr dem Diktat des Algorithmus unterwirft, kommt der nächste Film, wenn er fertig ist. Wer keinen Film verpassen will, sollte auf Nummer sicher gehen und den Kanal abonnieren. Und vor allem nicht vergessen, das Glöckchen zu aktivieren. Und jetzt noch die weiterführenden Playlists. Links unten die Playlist zu diesem Film, rechts unten die Playlist mit den älteren Filmen von mir.